Ja. Hallo. Ja. Ich bin's wieder. Man kennt mich, also einigermaßen. Jedenfalls die Leute, die regelmäßig bei mir gucken. Ne? Und wir spielen Star Wars Battlefront 2. Weiter. Das letzte Mal waren wir, glaube ich, dick eine Linie im Sand. Das war noch was. Nein, ähnlich wie als wäre es erst gestern gewesen. Na. Ach so, ja, das ist jetzt. Das war eigentlich heißt es Journal der 501. Also, das sind die Clone Trooper, die blauen. Von Anakin Skywalker. Die heißen ja nachher dann Vaders Faust. Weil die immer noch zu Darth Vader gehören. Ich habe hier nämlich so eine Liste liegen, was ich alles so erzählen wollte, was ihr eventuell nicht wusstet, was ihr dann spätestens nach meinem sinnlosen Gelaber hört. Bist. Ja. Das ist wieder ein bisschen zu laut. Es sind jetzt ja schon zwei Folgen hochgeladen. Beziehungsweise drei. So, das sind hier die neuen IX oder IFX-Panzer, ich habe gar nicht genau geguckt. Die sieht man halt, die kann man auch im ersten Film vor. Im ersten Teil. Von vor. Also, ne? Im Imperium aber. Oh, jo. Ui, ja noch einer. Von diesen Pflanzen. Wir brauchen ganz dringend. Also ich habe so ein bisschen Singleplayer gespielt. Also. Haben sie auf mich abgesehen, ich schwör's euch. Die haben es nur auf mich abgesehen. Die haben mich auch die ganze Zeit die, habe ich so den richtigen Ausrast ge. Naja, Ausrast kann ich jetzt nicht gerade sagen, aber mich haben die ganze Zeit diese fucking, Schrotflinten Schützen, also die, Ingenieure, in einer Tür abgeknallt. Und immer habe ich sie in die Fresse gekriegt. Und natürlich schickt es auch irgendwann so, als ob die das Geschütz gesetzt haben. Ja, fuck, egal. Ich muss Kommandoposten zurückgewonnen. Ach so, ja, die 500 S-Legion, ne? Ja, fuck, was wollte ich mal sagen? Achso, ja, die Fiedler hat das Faust. Und die unterdrücken dann quasi. Die netten Bewohner der Galaxis.
Und ja, wir müssen jetzt diese Stellung in dieser Mauer halten. IFTX heißen die sowas. Und da ist auch so eine Türsicherung. Die muss ich jetzt auch leider kaputt machen. Weil ansonsten, ich würde nämlich gerne die Panzer. Ganz perfekter vorstellen. Ja, und wir sind auch nachher die Besatzung von Todesstern. Ja, dieses Teil hier müssen wir verteidigen. Und ja, die werden dann nachher vom Imperator, also das hier ist Imperator, Kanzler Palpatine, dem Anakin, also Darth Vader. Unterstellt. Jupp, und haben sie schon mal einen Panzer gesprengt. Ich habe doch irgendwann so einen Panzer. Und da kommen sie wieder, die Schrotflintenteile. Ich will jetzt drauf gehen, ohne Scheiß. Kann ich endlich meine Klasse wechseln? Danke. Weil. Ich glaube vor allem nachher beim Imperium. Dann kommen. Einfach nur noch die, dann rennen die da rum, das sind ja dann die Kanoniere vom Imperium, und dann rennen die da so rum, so peng, 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 und ich will mal deinen Kopf so peng, 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 peng. Also ich persönlich halte jetzt ja nichts von der Schrotflinte. Zum Schaden gemacht. Peng. Peng. Das ist auch das andererseits so gut. Weiß auch noch die Siebe. Nein, bleib doch hier. Fixer. Putz. Pumpgun Battle. Putz. Tot. Putz. Ein Fehler. Jetzt schon mal die Schnauze, ey. Schlüssel, Tom. Du kommt die Hobby am Spickel. Nee, das bietet mich jetzt schon wieder an, dass ihr hier rein wollt. Kann man die Grünen eigentlich reparieren? Kann man von uns schon immer mal wissen. Meister Yoda, kommst du bald? Ich
Meist der Yoda ist der kann schub, also ziehen und er kann schubsen. Also okay, gut, der will gerade nicht. Der will aber. Und er kann. Ja, okay, gut, den Panzer schubst jetzt nicht weg. Das ist ziemlich. Ui, jetzt haben wir nämlich auch noch Platz hier, der Panzer. Das ist mir jetzt egal. Wir sind. Du! Das ist richtig süß, der Meister Yoda. So schön, man kann ja auch bloggen. Das ist auch schon total vergessen. Achso, mit denen kann man leider keine Herzen machen. Komisch ist, er ist einfach unter Wasser und er atmet weiter. Ich krieg gar kein Damage, egal wie lange ich unter Wasser bleibe. Klar, diese. Also immer wenn man jemanden killt oder etwas killt, in der Möglichkeit von den Gegnern, kriegt man Leben. Ich glaube, bei Fahrzeugen kriegt man wieder früher ab. Okay. Oder aber man kriegt ein HP. Schön jetzt, Panzer. Muss. Oh, jetzt bin ich auch noch so klein, Mister. Nein, also ja, jetzt Master Yoda tot. Schade, schade. Ist der Panzer. Ich weiß nur noch, das hat einen Überblick drauf. Muss man genau drauf achten. Denn nachher ist. Ich will eigentlich gar nicht so viel spoilern. Ich komme nicht durch. Denn nachher nicht. Ist da nicht mehr das Wappen von der Republik drauf. Also am Anfang schon. Von der ersten oder zweiten Mission. Hatte der jetzt Raketen? Hey, ich sehe gerade gar nichts mehr. Hätte doch keine Raketen.
scheiß Pumpgun schütten in den Edge-Tausch gedacht. Oh Mann, ich habe mir so eine richtig tolle Liste gemacht über Sachen, die ich reden wollte. Was habe ich geredet? Über eine einzige Sache. Ich glaube, jeder wusste. Wenn nicht, bitte an die Leute, die es nicht wussten. Ups. So. Das war's. Ein weiterer Sieg für die Republik. Timely arrival of Master Yoda. The 501st was able to hold the line against the Sepps on Kashyyyk. We left as heroes. Years later, we'd return as conquerors. Das war ein gratis Imperium, was ihr gesehen habt. Und okay. Immer waren wir sehr wenige. Na gucken, was ich war. Data, ja, Public Enemy, darauf freue ich mich immer. Ich mag Kemper war ich nicht mal. Och Mann. Ich habe nämlich ab und zu mit der Kursschreibung so ein bisschen Probleme. Ich habe nämlich auf der, halt auf Kurs und kleiner, ne, wisst ihr, was ich meine, also nicht auf Shift, sondern habe ich, Sprinten immer bei, also ich habe Sprinten auf dem da halt und auf W. Man kann ja Doppelseite entscheiden. Egal, jetzt habe ich wieder über Scheiße, die niemand interessiert. Richtiger Simon halt. Ne? Ja. Muss ich mal sagen. Danke fürs Zusehen mal wieder. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.